Ja, und jetzt auf dieser Bühne Elisabeth Sekura. Welche Rolle haben Sie in Kiss Me Kate? Die Rolle der Lois Lane bzw. Bianca in der widerspenstigen Zähmung. Ich bin eigentlich eine Nachtclub-Sängerin, die nicht unbedingt wegen ihrem schauspielerischen Talent eben die Rolle im Stück gekriegt hat. Eben, ja. Es geht ja in Kiss Me Kate darum, dass die widerspenstige Zähmung aufgeführt wird von einer Truppe, die eben eine Tour macht. Ja, und meine Rolle nimmt es halt auch nicht so leicht, nimmt es sehr leicht, Entschuldigung, mit den Männern. Und da gibt es auch ein ganz interessantes Lied, dann treu bin ich nur dir, Schatz, auf meine Weise. Genau. Aha, aha, also ich habe hier die Verruchte, oi. Steh-Guru mit einem Bart, alter Wolf, ganz grau erhaart. Willst der Wolf auf dem Draht, her mit dem Und wie gefällt Ihnen diese Rolle? Sehr gut. Sehr, also dieses leichtlebige Mädchen natürlich spiele ich sehr gerne, anstatt diese schweren Rollen, dramatischen. Also es ist für mich ein wirklich riesiger Spaß, diese Rolle zu spielen. Dann sind wir gespannt und freuen uns drauf, was wir hier zu sehen bekommen von Ihnen. Und ich würde Ihnen auch gerne, ich habe noch ein schönes Band. Das ist das Band von VOTV für den Club der Besten. Schön. Und das möchte ich Ihnen gerne überreichen, Ihnen toi 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 wünschen für diese Aufführung und für die restlichen, die jetzt noch folgen werden. Dankeschön. Danke. Schelle, Sergeant Lane meldet sich zum Dienst. Oh. Erinnern Sie sich nicht? Schelle. Auf der Hafenbrücke von Sydney. Ich hatte was im Auge und du hast mich bis nach Hongkong mitgenommen, um das was zu entfernen. Wie könnte ich das vergessen haben? Oh, Harry, ich habe immer noch das Diamantarmband mit den Rubinchen. Schau mal, Laura. Lois. Lois, damals war Krieg und nach der Hölle des Gefechts, da braucht ein Soldat Ruhe und Entspannung. Entspannung, aber nicht an die Ruhe. Jetzt ist Friede und ich werde meine Lois heiraten. Lilly, ich meine, lieber Lassie, das Sakrament der Ehe ist heilig. Ich weiß, ich habe dich im Radio gehört. General, habe ich die Erlaubnis. Oh ja. Auf die Bühne abtreten zu dürfen. Tun Sie Ihre Pflicht, Sergeant. Wie auch immer, hier ist meine Karte. Rufe mich an, sag mir einen angemessenen Abstand von 6-3 Monaten. Jawohl, General. Es könnte ja sein, dass Sie passende Ohrringe zum Armband brauchen. Ich werde nicht bekommen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich schwöre dir, es war nichts zwischen ihm und mir. Nur weil ein Mädchen großherzig ist und normal veranlagt und seine Heimat liebt und mit seinem Nächsten gut auskommen will. Zigarette. Feuer. Durch die Zeit.
Danke.